So, meine Damen und Herren, der Kaffee ist zwar noch nicht da, aber dennoch darf ich Sie ganz recht herzlich zur Pressekonferenz anlässlich unseres heutigen Heimspiels gegen Germania Rating 04-19 begrüßen. 1623 Besucher waren den 2:0-Sieg unseres KFC am heutigen Sonntagnachmittag. Zunächst noch die Ergebnisse von den anderen Plätzen in Homberg. Ja, da war irgendwie gerade die gefühlte 100. Minute, da stand es 3:1 gegen Kapellenerft. TU Düsseldorf und Kronberg trennen sich unentschieden 1:1. Die Sport- und Spielvereinigung Velbert unterliegt dem TSV Meerbusch mit 2:3. Der TV Jan Hiesfeld gewinnt gegen den SC Düsseldorf West 4:1. Der erste FC Bocholt schlägt den VfB Hilden 2:1. Die Sportfreunde Baumberg unterliegen dem VfB Fischeln 2:3. Im Essener Derby unterliegt der FC Krei Schwarz-Weiß Essen 0:3. Und ein Ergebnis, was uns natürlich ganz besonders freut. Der SV Hönnöckel Niedermaunte und die Spielvereinigung Sonnenberg. Kommen wir aber nochmal zurück zum Spiel hier in der Grundburg. Bei mir die Trainer der beiden Mannschaften, zu meiner linken Gästetrainer Karl Weiß, zu meiner rechten KFC-Trainer André Pawlak. Herr Weiß, ich darf Sie dann zunächst mir einen Kommentar zum heutigen Spiel bitten. Ja, genau. Ja, ich möchte auch alle recht herzlich begrüßen. Glückwunsch an den KFC Uerdingen. Sie haben das Spiel aufgrund der zweiten Halbzeit verdient gewonnen. Ich denke mal, wir hatten trotz allem einen ehrenwerten Auftritt hier. Wir haben uns gut gezeigt. Da denke ich, ein Spiel, wo man einfach am Schluss sagen muss, wir konnten gegen den Wind da viele Dinge, gerade Standards, nicht verteidigen. Da sind sie herausragend. Ist auch die beste Mannschaft. Man hat jetzt genügend Punkte, auch Vorsprung. Ich denke mal, das kriegt man nach Hause. Und ich denke auch mal, dass wir deshalb nächstes Jahr hier nicht mehr spielen werden. Und obwohl wir noch in der Oberliga sind, glaube ich, dass der KFC das schon schaffen wird. Und von daher, ich habe meiner Mannschaft gesagt, wir haben das ordentlich gemacht. Wenn wir es richtig gut gemacht hätten, wäre mehr drin gewesen. Die gelb-rote Karte hat uns ganz sicher nicht gut getan. Aber man muss dann auch mit Anstand verlieren. Ich denke mal, es war ein faires Spiel. Und am Schluss mit einem verdienten Sieger. Vielen Dank. Schönen Sonntag. Karl Weiß, in der Zeit hat sich André Pawlak hier mit Krefelder die Stimme geölt und kann jetzt seinen Kommentar abgeben. Ja, aber danke, ich musste gar nicht so viel schreien eigentlich, das ging eigentlich. Ja, Rating war der erwartet schwere Gegner, denke ich, man, wir waren gewarnt, die haben das schon weggeschlagen, am Felbert geschlagen, wir wussten schon, dass Rating in der Lage ist, offensiv immer mal eine Nadelstiche zu setzen und dann auch gerade mit dem Wind im Rücken musst du da höllisch aufpassen, deswegen haben wir auch ganz klar vor dem Spiel gesagt, es muss nicht gleich ein Tor fallen, wenn es nicht, wenn es klappt, ist schön, aber wenn nicht, geduldig bleiben, ruhig bleiben, weil wir haben dann die zweite Halbzeit den Wind im Rücken und das hat die Mannschaft eigentlich 1:1 so umgesetzt. Wir sind rausgegangen in der zweiten Halbzeit und haben sofort Druck aufgebaut und haben natürlich auch die wettertechnischen Vorteile genutzt, einfach immer wieder auf Standards gespielt, die wir wirklich sehr gut spielen können und auch das war vorher Thema, dass man eine Standard vielleicht reichen muss, um so ein Spiel zu öffnen und das war heute dann auch mal wieder so, die erste Standard, die auch richtig gut kam, war sofort ein Tor und ja, danach waren wir im Prinzip nicht aufzuhalten, gerade die rote Karte dann noch, da waren wir dann in Überzahl. Die Mannschaft hat das sehr gut gemacht, zweite Halbzeit. Erste Halbzeit war verwaltet, muss man ein bisschen sagen, aber auch bewusst, weil wir sagten, wenn kein Tor fallen kann, dann spielen wir auch die zweite Halbzeit und das hat die Mannschaft super gemacht. Von daher hilft uns das Ergebnis natürlich in den Höhen, die zeigt aber auch, wie eng die Liga ist, wie schwer die Liga ist, dass man nicht schon, danke zwar Karl für die Glückwünsche, aber ich hake das auf keinen Fall ab. 7 Punkte ist ein kleiner Vorteil, aber sicherlich noch nichts entschieden und es sind noch 12 Spiele und das Ergebnis in Höhni zeigt, wie schwer das ist. Und das hat man heute auch gesehen. Deswegen geduldig bleiben, ruhig bleiben, demütig bleiben, immer wieder jede Woche arbeiten. Und dann denke ich auch, dass wir es am Ende schaffen werden. Aber trotzdem entspannt bleiben und jede Woche Vollgas. Und dann nochmal ein großes Kompliment an die Fans draußen. Zweite Halbzeit war überragend, was wir da gehört haben. Hat das super gehört. Zum Abschluss auch nochmal, also für uns ist es wirklich wichtig, dass wir positiv unterstützt werden außen und nicht nur zu Hause, aber auswärts, weil das pusht einfach nochmal in so engen Spielen wie heute, dass das wirklich auch nochmal jeder zweite Schritt mehr läuft, weil sich natürlich auch keiner die Bürste geben will, da irgendwie stehen zu bleiben und wenn ihr noch mehr Theater macht und so bis jetzt, wenn es so bleibt, dann fühlen wir uns da richtig gut und dann werden wir sicherlich auch alles geben und reinhauen und am Ende des Tages wollen wir natürlich gemeinsam unser großes Ziel feiern dann und ich hoffe, dass das dann auch so kommt. Vielen Dank. Vielen Dank.
hier vorne, glaube ich, der junge Mann, aber gibt noch eine Frage? Nee, gibt keine Frage. Nee, alles beantwortet. Gut. Dann darf ich mich für eure Aufmerksamkeit bedanken, unseren Gästen aus Ratingen als Gute für den weiteren Saisonverlauf. Ja, würde mich freuen, euch wieder begrüßen zu dürfen. Nächsten Samstag, Flutlichtspiel in Rotenburg in Felbert. Jetzt gleich kommt noch Pascal Schmidt. Viel Spaß da.